Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück zu Starfield. In der letzten Folge haben wir es geschafft, der Crimson Fleet beizutreten und deren Vertrauen zu gewinnen. Hoffe ich jedenfalls. Also ich hoffe, die schöpfen keinen Verdacht oder sowas. Jetzt würde ich ganz gerne einmal kurz runter ins Gefängnis gehen, um mit dem Typen nochmal zu sprechen. Vielleicht hat er nochmal irgendwelche Infos, die wertvoll sind für uns. Und dann gehen wir weiter mal der Quest nach und hoffen, dass wir schon high level genug sind sozusagen, um auch weiterhin hier irgendwie voranzukommen mit der Crimson Fleet Questreihe. Aber zunächst muss ich jetzt erstmal gucken, wie komme ich denn hier in die... Hier ist auch eine Docking-Schleuse, okay. Weil ich muss jetzt erstmal ins Gefängnis kommen. Das muss ja irgendwo weiter unten sein wahrscheinlich. Gucken wir mal. Lift, Docking Ports, Cargo Bay, Bridge. Hier ist eine verriegelte Tür. Hier ist die Security. Ah, hier, guck mal, hier sieht es doch nach den Gefängniszellen aus. So. Ist auch schön, dass hier überall Glas ist, ne? Dann kann jeder beim Kacken beobachten. Hier ist... Warte, hier ist er drin. Orson Rake, hi. Glaubst du, ich hätte eine traurige Geschichte zu erzählen? Dass mich kranke Waisen auf New Homestead bekehrt haben? Oder vielleicht bist du eher zynisch veranlagt und glaubst, ich wollte neu anfangen, damit die Systef mich verschont. Die Wahrheit ist aber ein bisschen komplizierter. Mhm. Okay. Die Wahrheit ist immer... Ja, dann erklär's mir doch. Klar, ich hab Zeit. In meinem Alter weiß man, wer man ist. Und ich war schon immer ein Dieb. Ich würde meiner Mutter einen Credstick klauen, wenn genügend Nullen drauf sind. Aber auch in einer Gruppe cred-hungriger Diebe braucht man einen Kodex. Die Fleet muss verzweifelt sein, wenn sie schon dahergelaufene Gauner auffährt. Das macht es ja so brillant. Die Fleet hat Regeln? Keinen Verdacht schöpfen. Und die sind so dünn wie Delgados Fell, wenn man Witz über seinen Arm macht. Sogar Neff hat ihren eigenen Traum verraten. Und Chinya sich selbst. Aber dass die höheren Tiere loyal sind, hilft nichts, wenn man die Neulinge nicht vom Probieren der Ware abhalten kann. Das hat mich stinksauer gemacht. In der Fleet muss man Angst vor dem Typen haben, der neben einem schläft. Der will vielleicht ein größeres Stück vom Kuchen. Man muss am nächsten Morgen aufwachen und sich fragen, warum das eigene Stück weg ist und er Krümel an der Backe hat. Mhm, verstehe. Hättest du Interesse, für diese Steph zu arbeiten? Damit die Zielscheibe auf meinem Rücken noch größer wird? Es ist nirgendwo sicherer als in der Arrestzelle. Sobald du mich in irgendein Privatzimmer zerrst, sagst du hier im Grunde allen, dass ich eine Ratte bin. Und warum gehst du auf ein medizinisches Versorgungsschiff? Naja, zum einen gibt es auf so einem Schiff nicht viel Beute. Es ist aber trotzdem wichtig. Man kann es nicht in die Luft jagen, ohne dass SNN berichtet oder ein Stapel Slates auf dem Schreibtisch eines UC-Kettens landet. Aber vor allem sind gute Seelen berechenbar. Der Piratenkodex klingt bei jedem anders. Aber ehrliche Leute haben die Angewohnheit, ihre Regeln aufzuschreiben. Warum ich auf die Ragana gegangen bin? Ich wollte einfach ruhig schlafen können. Mhm. Okay, so richtig viele Informationen hat es uns nicht gebracht, aber... War nett, ne, Austin? Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, ob du da noch lebst. Oder ob die Crimson Fleet dich vielleicht trotzdem irgendwo findet. Okay. Dann können wir jetzt wieder abdocken und können weiterfliegen zum Hauptquartier der Crimson Fleet und mal gucken, was es da noch so erwartet. Ich hoffe, noch ein paar Credits und so, ne, dass wir da ordentlich Geld machen. Ne? Das wäre auch ganz, ganz praktisch, so nebenbei. Und wir dann... Crew-Position ein. Und wir dann mal investieren können, vielleicht in ein besseres Raumschiff oder einen Außenposten. Ich weiß nicht, was wir zuerst machen sollen. Na, gucken wir einfach mal. So. Na gut, wir docken mal ab. So. Das ist schon ein Riesenschiff hier. Ich glaube, so groß können unsere Schiffe nicht werden. Ja, freien Flug bereit. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Wo müssen wir denn hin? Oh, das sind ganz schöne Stückchen. Kommen wir da hin? Unerforschte Route. Nee. Da brauchen wir auch ein bisschen mehr Treibstoff. Das heißt, wir fliegen mal hier zur Cheyenne. Warte mal. Route abbrechen. Ah, hier, guck mal. Hier ist dann das Freestar-Kollektiv. Kurs festlegen. Okay, wir fliegen mal zur Cheyenne. Dann gucke ich mal. Gibt es erstmal Strom für den Graphantrieb? Und dann geht's los. In endlich mal neue Planetensysteme. Sehr cool.
Bin ich mal gespannt. Landes Schiff, du befindest dich im Freestar Collective Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Okay. Okay, alles klar. Willkommen in Aquila City. Oh, hier ist die Hauptstadt von Freestar Collective. Die müssen wir auch noch anschauen. Aber jetzt haben wir gerade ein anderes Ziel eigentlich. Aber das Planetensystem hier ist auch ziemlich groß, ne? Hier mit der blauen Sonne. Und dann haben wir hier Monterra und hier haben wir so eine Art Saturn als Fan. Stellis und so ein paar mehr Gasriesen mit Ringen außenrum. So, hier ist eisig. Hier ist Inferno. Hier ist auch eisig. Das ist ein Gasriese. Und hier ist gemäßigt. Okay, super. Aber haben wir vielleicht, wenn ich jetzt hier ins System wieder springe, haben wir hier vielleicht einen Mond. Kodos ist auch gemäßigt. Aber ich glaube, hier sind überall schon Kolonien drauf. Wobei, das heißt ja nichts, ne? Also wir können ja auch, wenn schon Kolonien irgendwo drauf sind, können wir trotzdem einen Außenposten bauen. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Das heißt, ich würde jetzt erstmal Stellis, warte mal, Stellis C, Stellis A und so weiter. Hier sind wir halt auch wieder, ne? Extrem kalt und so. Eisig, Inferno. Ja, die habitable Zone ist halt schon relativ klein, ne? Aber hier haben wir noch ein paar Monde, die... Okay, nee, extrem kalt, auch extrem kalt. Na gut, wir wollten sowieso eins weiterspringen zu Krix und dann los geht's. Warte mal, Sagan und Krix ist aber Level 20. Boah. Ist das eine gute Idee? Was haben wir denn hier noch? Ist es eine gute Idee, jetzt schon nach Krix zu springen? Oder wir gehen natürlich... Warte, das sind diese beiden hier. Wir gehen natürlich zurück nochmal nach New Atlantis und machen da mal noch ein paar Quests fertig. Das können wir eigentlich auch machen, ne? Da müssen wir eigentlich noch hin. Feuerprobe. Ja, komm. Lass das machen. Weil wenn da der Level 20 Planet, ich weiß nicht, ob das auch heißt, dass da halt dann die ganzen Dinger dann halt auch irgendwie ein bisschen scheiße sind, die ganzen Quests und so weiter dann schon ein bisschen hoch sind. Deswegen fliege ich erstmal zurück nach Alpha Centauri. Und dann machen wir erstmal die Quest in New Atlantis. Ich weiß, es ist schade drum, also eine Questline komplett zu verfolgen wäre auch mal ganz schön. Aber dann machen wir jetzt erstmal ein paar Nebenquests wieder in New Atlantis. Und ich warte mal kurz, dass sauberer Sprung. UC Security hier. Wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Ja, scannt mal. Kein Thema. Ich kann ja schon mal die Karte raussuchen, oder? Warte. Hier ist New Atlantis. Und dann machen wir erstmal ein paar Nebenquests. Also dieses Stromnetz zum Beispiel machen wir fertig. Und dann machen wir vielleicht nochmal ein oder zwei Quests für die Hauptquest-Reihe, würde ich sagen. So, jetzt muss ich aber erstmal hier Landeziel festlegen. Kann ich hier... Warum kann ich denn hier nicht landen? Hä? Ziviler Außenposten? Hä? Hallo. Hä? Ich lande mal im Wald. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, hey, cool, das ist ja geil. Die Sachen, die Screenshots, die wir gemacht haben, die kommen auch im Ladebildschirm. Finde ich cool gemacht. Fahrwerk bereit. Runter mit uns. So, ich verlasse mal das Raumschiff. Ich bin mir ehrlich gesagt... Wir greifen jetzt an. Oh, das wirst du bereuen. Oh, oh. Aua, aua, aua.
So, Sarah, gib ihn. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir erstmal landen. Und dann okay, na gut. Was haben die denn für Loot? Nehme ich mal mit, dass natürlich du die alles. Arbeit übernimmst. Ja, 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 naja. Du hast ja auch geholfen. So. Hier kühlt gerade alles ab. Was ist denn das da? Guck mal. Kann ich das scannen? Also, hier ist ein unbekanntes Signal. Unbekannt. Unbekannt. Wo ist denn überhaupt New Atlantis? Was ist da? Unbekannt. Da hinten ist schon wieder so ein komisches Fliegeviech. Na gut, ich loote mal. Und dann gucke ich mal kurz auf die Karte. Kann ich jetzt... Landeplatz erkundet? Aber ich würde gerne hier hin. Kann ich das machen einfach? Oh, ja gut. Das ist der andere Screenshot, den ich mal gemacht habe. So, jetzt sehen wir die ganzen... Also sehen wir jetzt nur noch unsere oder sehen wir halt die anderen trotzdem auch noch? Warten wir es ab. Aber warum habe ich denn jetzt nicht direkt in New Atlantis landen können? Das ist jetzt komisch. Ich glaube, ich schlafe mal, dass wir vielleicht regenerieren, ohne so ein Medipack verbrauchen zu müssen. Ich kann dazu ja mal in mein Zimmer in der Loge gehen, wenn wir gerade in der Gegend sind. Neugierig, ne? Ich auch auf das Universum bin. Es gibt doch nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen. Ich glaube, wenn man wirklich den Weltraum bereist, dann ist es tatsächlich so. Weil du bist halt dann so unglaublich weit weg von daheim. Also es ist was ganz anderes, als wenn du morgens zur Arbeit fährst oder sowas. Da weißt du ja, okay, ich bin noch in der Gegend, ne? Und wenn du jetzt aber wirklich den Weltraum bereist, das ist halt schon... Ja, also, ne? Wenn du da halt mal ein paar Millionen Kilometer entfernt bist oder so. So. Ach, guck mal. Ja, das ist ja cool. Okay, eine lokale Stunde. Das heißt 2 Stunden 15 Minuten. Da haben wir lokale Zeit. Warte mal, dann schlafen wir mal. Können wir... 10, dann haben wir um 8, 9 haben wir um 7. Schlafen wir mal 16 Stunden. Und 40 Minuten. Universal Time. Okay. Das finde ich aber cool, dass die lokale Zeit immer ein bisschen abweicht. Und wir hier halt 2 Stunden 5 Minuten quasi haben für eine Stunde. Die Sterne warten nicht ewig. Sagst du da jetzt die ganze Zeit? Du bist ja gruselig. Okay. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück in die, ich weiß nicht, was das genau ist, die Kanalisation in Anführungsstrichen. Also da unten halt dieses Technik-Ding, ne? Das untere Viertel nenne ich es jetzt mal. Warte, dann schalte ich aber das wieder aktiv. Das Netz anzapfen. So, das würde ich gerne weiterverfolgen. Und dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen weiterkommen und dass wir dann noch diese Quest machen für die UC Security. Oh, ist immer noch dunkel. Okay. Aber wir haben geschlafen, das heißt, wir haben regeneriert. Das ist deswegen passt es schon. Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Wenn ich auf dem Weg bleiben will. So. Was ich halt tatsächlich sagen muss, du kannst halt wirklich viel einfach so irgendwo auf Planeten landen und sowas. Die Frage ist halt, wie interessant ist das? Und die Frage ist, wie nutzen wir das fürs Let's Play? Weil ich glaube, da ist auch ziemlich viel dabei, was halt einfach irgendwie langweilig ist, ne? Ist ja irgendwie klar, ne? Wenn du halt auf 1000 Planeten landen kannst und davon halt dann... Also, die Planeten sind halt viel Einöde. Deswegen ist es halt schon so, dass man halt gegebenenfalls auch mal irgendwie einfach ewig durch die Gegend latscht oder reist oder sowas und nichts trifft, wenn man es drauf anlegt. Nichtsdestotrotz... Finde ich es cool, dass es das gibt. Ich meine, das ist ja auch so, ne? Wenn du jetzt im Universum unterwegs bist, dann hast du halt nicht an jeder Ecke irgendwas Cooles, sondern du hast halt auch viel einfach nur leeren Raum oder leere Planeten oder sowas in die Richtung. Deswegen finde ich es eigentlich nicht so wild. Aber, naja, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen gucken, dass wir uns vielleicht mal so hinleveln, dass wir auch die ganzen Quests etc. ein bisschen besser machen können. Und dann auch mal aktiv an einer bleiben können. Deswegen mache ich jetzt erstmal wirklich Nebenquests.
um halt einfach mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln und so, ne? Hier ist der Ball des Verderbens und hier haben wir zuletzt aufgehört. Wer bist du denn? Das ist ja ein bezeichnendes Bild. So, okay. Na gut. Wieder ein Schalter umgelegt, wieder ein Hinweis. Ja, und hier hat das Licht auch geflackert. Die Verkabelung ist schlimmer als gedacht. Ich behebe das kleine Problem mal kurz, während du den nächsten Verteilerkasten suchst. Der müsste in der Nähe von, der Handelsaufsicht sein. Okay. Mhm. Find ihn einfach und, erzähl vielleicht noch niemandem was davon. Ja, alles gut. Ach, da wäre das Tor gewesen, okay. Vielleicht war das das Problem. Na, egal. Wenn ich groß bin, gehe ich zu den Master. So, du. Ich finde es auch ganz cool, wie hier alles so in den Fels gehauen ist, ne? Und dann hat man zwischendrin die Gänge. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal da hoch. Das heißt, da oben ist dann der nächste Schalter. Die hat auch gar nicht gemerkt, dass wir jetzt irgendwie Ewigkeiten weg waren und erstmal noch in drei verschiedenen anderen Planetensystemen und sowas. Naja. Okay, der letzte Kasten müsste jetzt ganz bei dir in der Nähe sein. Ich merke leider, dass das ein absolutes Wirrwarr ist. Ungefähr 200 Jahre vergebliche Versuche, alles neu zu verkabeln. Ich wollte das vor 3 Jahren mal reparieren. Nach 2 Tagen habe ich geweint. Nach 3 aufgegeben. Jedenfalls musst du dich da um eine Reihe von Schutzschaltern kümmern, bevor du zum Verteilerkasten kannst. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Leg einfach Hebel um, bis alle Schaltkreise stromlos sind. Aha. Oh, warte. Okay, die bleiben unten. Ach, die sind wieder hochgegangen. Ah, warte, es ist offen. Na gut. Das ging ja. Das war ja ein einfaches Rätsel. Geschafft. Echt klasse. Geh mal hier raus, du lieber. Du hast mir eine ganze Woche Arbeit erspart. Komm zur Kontrollstation, wo wir uns getroffen haben. Eine ganze Woche? Alter, wir sind hier 2 Minuten durch die Gegend gelaufen. Oder 5 in Summe vielleicht. Kontrollstation, die war auch hier ein bisschen weiter oben, oder? Ich gehe einfach mal gucken. So. Wo geht's denn hier noch hin? Na, hier gibt's noch mehr davon. Dies wird der Computer später öffnen, oder was? Ich hab nicht richtig gelesen. So. Ich glaube, ich muss hier lang. Bin mir nicht ganz sicher. Nee. Mit Kais Wohnungsschlüssel. Achso, da ist eine Wohnung dahinter. Ah, okay. Ich glaube, eine Wohnung hier unten will ich mir nicht unbedingt kaufen. Weiß auch nicht warum, aber irgendwie sieht es hier insgesamt auch ein bisschen ungesund aus. Mit dem ganzen Dampf überall und so. Und dann halt, ne, also der fließt ja auch nicht ab oder sowas. Das heißt, wenn da irgendwelche giftigen Sachen austreten, bist du halt sofort dran. Okay, komme ich von hier zur Nee. Oh, hier sieht es ja auch nicht schlecht aus. Was gibt's denn hier? Alter, es ist alles verwinkelt. Richtig cool. So. Aber hier sind wir falsch, ne? Also wir wollten jetzt eigentlich da zurück zur Kontrollstation. These boots are made for walking. Wie kommen wir denn jetzt da hoch zur Kontrollstation? Vielleicht da hinten? Ah, hier vielleicht, oder? So. Guten Tag. Tja, du hast deinen Teil erledigt. Krieg ich Geld oder so? Habe ich mich schon bedankt? Weil, danke. Alleine hätte ich dafür viel zu lange gebraucht. Das wäre völliger Wahnsinn gewesen. Du hättest die ganze Zeit hin und her rennen müssen wahrscheinlich, oder? Ich helfe gerne. Da bist du ein Einzelfall. Und ich danke dir sehr. Dank deiner Hilfe konnte ich den Spannungsabfall lokalisieren. Ich weiß, woher er kommt. Und leider ist die Quelle genau das, was ich befürchtet habe. Die Handelsaufsicht. Tja, darum muss ich mich jetzt wohl kümmern. Das wird ein Spaß. Wenn du mitkommen willst, beschwere ich mich nicht. Wenn nicht, dann trennen sich unsere Wege jetzt. Na, ich glaube, da können wir nochmal mitkommen, oder? Aber die ist viel zu schnell für uns, ne?
Warte, sprich mit Luisa Reyes. Ich glaube, wir müssen erst mit zur Handelsaufsicht, würde ich mal vermuten. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal nach. Wäre schön, wenn sie noch reden würde mit uns parallel. Sprech sie doch mal an, warte. Tja, dank dir haben wir jetzt Beweise, dass die Handelsaufsicht hinter dem Spannungsabfall hier unten steckt. Hattest du schon mal mit der Handelsaufsicht zu tun? Zoe ist ganz schön imposant. Na, da bin ich aber ich gespannt. Ich muss da rein, obwohl ich wirklich, wirklich keine Lust habe. Würdest du vielleicht mitkommen, damit es nicht irgendwie entgleist? Ja, doch. Worum sorgst du dich denn genau? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass am Ende ich den Ärger kriege. Zoe verdreht die Sachen immer komplett. Keine Angst, ich passe auf dich auf. Danke, das ist echt nett. Ich kann reden, glaube ich. Mach dich einfach auf alles gefasst. Dann folge ich ihr mal. Oh, dass man es aber noch nie hinbekommen hat, dass die Laufgeschwindigkeit von einem selbst und den NPCs halt die gleiche ist, ne? Weil du musst die ganze Zeit so zwischendrin kurz rennen. Dass ich noch weiter dranbleibe. Hier wäre übrigens auch eine Medical Bay. Gut zu wissen. Ja, können wir ein bisschen schneller laufen? Wie weit ist denn das noch? Sind wir bald da? Ich will ein Eis. Muss aufs Klo. Ich hab Hunger. Hallo. Kannst du ein bisschen schneller laufen? Ah, gleich sind wir da. Okay. Schnarch. Und wir laufen halt noch langsamer, ne? Ich hoffe, da gibt es bald eine Mod für, dass die Laufgeschwindigkeit angepasst wird an die der NPCs. Das wäre echt schön. Oder ich weiß nicht, hat es vielleicht einen Zweck, dass irgendwie die NPCs nur anfangs schneller laufen? Ich noch einen richtigen Job. Mal. Und dann halt selbst langsamer werden oder sowas? Ich weiß es nicht. Wie heißt du doch gleich, Liebes? Sogar auf dem Unterdeck floriert die Handelsaufsicht. Widerlich, oder? Einfach widerlich. Sarah, ich will zuhören. Ja, ja, stimmt natürlich. Und was genau wirfst du mir doch gleich ohne den kleinsten Beweis vor? Der Spannungsabfall kommt aus deinem Gebäude, Zoe. Das wissen wir beide. Und ich kann es jetzt beweisen. Entschuldige, wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Es ist eine gute Idee. Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Keine Sorge. Was auch passiert, wir kommen mit der Situation klar. Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, okay? Na, okay. Reagierst du nicht vielleicht ein bisschen über? Glaub mir, ich hoffe es wirklich sehr. Ich sag dir was. Die Leute in meiner Division reden über Zoe. Sie hat jede Menge Einfluss. Ja, entspann dich. Alles wird gut. Okay, vermutlich hast du recht. Tief durchatmen. Ich glaube jetzt nicht, dass die uns angreift, oder? Ich meine, die Handelsaufsicht ist doch was wenigstens halbwegs Offizielles. Nun, ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehren. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigung. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unseren nächsten Schritt planen. Ich? Moment. Was? Meine Güte, noch eins. Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen. Tja, es gibt offensichtlich noch mehr zu tun.
Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt. Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das MAS Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst. Also, soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay. Mhm. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Gehen wir erstmal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Guck du dir den nächsten Verteilerkasten an. Ich erledige mit Zoe den Rest. Mhm. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop, von früh bis spät, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Ich esse nicht und schlafe nicht. Du gehörst mir. Du bist ja eine freundliche Wache. Richtig vertrauenswürdig. Okay, also schauen wir jetzt mal hier oben noch in den Verteiler. Das war, glaube ich, der sich gerade noch nicht geöffnet hat, oder? Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Muss hier drüber klettern, oder? Aber dazu muss ich erstmal ganz da hoch. Na gut, wie kommen wir da hin? Da ist wieder das Fußballtor des Grauens. Schlüssel erforderlich? Nee. Aber wir müssen auf jeden Fall hoch. Das ist, glaube ich, der erste sinnvolle Schritt. Vielleicht hier rüber. So. Eigentlich ist es ja auch schon fast UC Security-Arbeit, oder? Warte mal. Okay. Also. Ich glaube, das kommt später hier unten hin. Nee, das kommt später da unten hin. Okay. Das hier kommt hier hin, würde ich sagen. Und das hier dahin. So, dann haben wir das für oben. Damit geht oben auf. Dann geht hier unten auf und unten auf. So. Das heißt, wir fangen hier mit mal an. So. Und dann das hier und das hier. Perfekt. Was? Okay. Gut. Das kam jetzt etwas überraschend. Was ist denn hier passiert? Okay, ich würde gerne lesen, was jetzt hier passiert ist. Von Nico, vor 28 Tagen. Nico hier, ein Freund hat mir erzählt, dass du ein Model S kaufen willst. Stimmt das? Ein Tesla oder was? Antwort: Klar, Alter. Diese Roboter sind sowas von geil. Ich brauche einen, der mein Anwesen bewacht, weißt du? Für wie viel verkaufst du die? Immer langsam. Ich habe einen. Ein ausrangiertes Modell, das Ekliptik loswerden wollte. Wenn du ihn bar zahlen kannst, haben wir einen Deal. Du weißt, dass es illegal ist, diese Dinger zu kaufen, oder? Klar, drauf geschissen. Was will die Security denn tun, wenn ich einen Big Bruno auf sie loslasse? Ich habe die Kohle in bar. Wo wohnst du? Wir werden uns sicher nicht da treffen, wo ich wohne. Sei in 2 Tagen um Mitternacht hinter dem Orion Tower. Bring die Kohle komplett in bar mit. Ich mein's ernst. Kein Bargeld. Was? Achso, kein Bargeld, kein Deal. Und ich sag's dir gleich, ich weiß, was ich mit Leuten mache, die sich wie Idioten verhalten. Klar, Alter, in 2 Tagen. Das wird der beste Tag deines Lebens. Okay, netter Versuch. Komm sofort wieder her und gib mir mein Geld. Du kannst von Glück reden, dass ich nach der Scheiße bereit bin, dich am Leben zu lassen. Wenn du nicht bezahlst oder mir den Roboter nicht zurückgibst, lege ich dich um. Ich mein's ernst. Yeah, hab dich reingetopft. Was? Du so, hallo, jawohl, haben sie das Geld. Danke, gern geschehen. Und ich so, hier hast du die Kohle. Bam, bam, Bruno gehört jetzt mir. Was willst du denn schon tun? Mich von der bei den UC verpetzen? Roboter auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen ist illegal, du Vollidiot. Weißt du, was am lustigsten an der Sache ist? Ich hab die Kohle, wirklich. Liegt immer schön neben meinem Kopfkissen. Aber wo das ist, wirst du ja eh nie erfahren. Hau rein! Hast du den Verstand verloren? Kann man wirklich so dämlich sein? Du weißt, wem ich den Roboter abgekauft habe, oder? Sagt dir der Begriff Fernsteuerung irgendwas? Bring mir sofort das Geld, sonst liegst du heute Nacht tot in deiner Wohnung. Haha, reingetopft.
Okay. So. Na gut, in dem Fall hat er ihn wahrscheinlich auch aggressiv gestellt. Topper Schlüssel. So, Credits, ein paar Kaliber. Ich nehme das mal mit, das braucht er nicht mehr, oder? Ja, ich nehme das mal mit. So, der hat auch noch ein bisschen und ein paar Kühlmittel. Krass, okay. Notizbuch, nee, die lassen wir mal da. Die bringen ja nichts. Das bringt Geld ja. Ah, okay. Na gut. So, was haben wir denn hier? Ein paar leere Bierflaschen. Aber das wäre alles noch Diebstahl, ne? Rührschüssel. Was haben wir vielleicht noch irgendwas Spannendes? Okay. Nee. Save. Oh, hier haben wir noch ein paar. Ja, die Credits nehme ich aber mal mit. Ich glaube, das andere auch kommen. Nicht alles, aber so das, was da drin, was im Safe war, das nehme ich mal mit. Dann haben wir es. Und dann sollte ich, glaube ich, relativ schnell wieder rausgehen. Würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge, dass wir in der nächsten Folge auch gucken, wie wir diesen Verteilerkasten erreichen. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Na, schön, dass ihr dabei seid. Lasst mir gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt und meinen Kanal ein bisschen unterstützen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.